So, Freunde der Nacht, willkommen zurück bei WoW Classic. Wir machen weiter. Wir müssen hier in diese Schattenfeste. Wow, verfehlt. Vielleicht kriegen wir das hin innerhalb von diesen 10 Minuten, wo wir noch den Buff haben. Löscht die Kohlenpfannen. Also, ich nehme an, das sind so kleine Pfannen in dem Gewölbe da und die müssen wir einfach mit Rechtsklick löschen. Guck mal hier. Oh, kostet auch. Kostet 4. Und ich habe keinen neuen Buff bekommen. Vielleicht hätte ich den vorher entfernen müssen. Bitter. Naja, never mind. Ach nee. Ach, ich bin ja doof. I'm so stupid. Ach, man kriegt nicht immer diesen Buff. Okay, das Ding ist aber auch nicht schlecht. Warum muss hier immer dieser fürchterliche Kriegsdonner sein? Keine Ahnung, wo die Kohlenpfannen sind, ne? Sich auch gleich erstmal herausstellen, wie groß diese Schattenfeste ist hier, ne? Ist immer cleverer, erstmal den Wichteldiener zu erledigen. Ich darf nur nicht einfach so sehenden Auges an so einer Feuerschale vorbeilaufen. Die werden sie jetzt auch langsam hochstufiger. Ein schöner Cut. Das ist die Kohlenpfanne. Blutroter Schlüssel.
Das ist bestimmt eine Eskorte. Bin ich gerade blind? Wo ist denn der dämliche Schlüssel? Ach, den gibt's ja neu mit Burning Crusade hier, den Schlüsselbund. Ich nur Allah. Uff. Del Nadris. Schwierig, ob ich das wirklich machen möchte. Ich habe mal einen gehörigen Respekt vor Escorte-Quests. Ich mach's einfach. Ich muss näher. Ich bin geehrt. Da muss ich auf jeden Fall nicht hin. Das ist schon mal gut. Das ist ein Schurke. Das ist ein Paladin. Wie nett von euch. Nicht sicher. Den vielleicht in meiner Gruppe einladen sollte, aber das bringt ihm halt nichts. Gar nicht, wie die irgendwie vor mich gekommen sind.
Sehr merkwürdig. Auf jeden Fall helfen die mir gerade wirklich, alles zu erledigen. Ich kann das jetzt nicht plündern. Sie lootet gerade ihre Kiste. Drei wären für mich zu viel gewesen. Hilft die mir jetzt? Oder sie hat die Quest auch? Ich weiß es nicht. Irgendwie ein komisches Bündnis hier zwischen uns, finde ich. Wie darf ich helfen? Geht sie bestimmt da lang, oder? Nee, doch nicht. Das hätte mich halt auch nicht gewundert. Also mit den Frostfallen. Es ist auf jeden Fall eher möglich, mit drei Gegnern fertig zu werden, als ohne. Ich weiß nicht, warum macht sie das denn? Vielleicht hat sie die Quest auch. Oder sie will die Quest gleich noch machen. Vielleicht braucht der Respawn länger, wenn sie stirbt, also der NPC.
In Vanilla wäre die Quest viel schlimmer gewesen, glaube ich, als jetzt in Burning Crusade. Was? Mögen eure Vorfahren über euch wachen. Nett. Oder sie hat es, also entweder hat sie es gemacht für sich, ich weiß es nicht, man soll ja nicht mal davon ausgehen, dass es hier keine Ahnung, Kameradschaft gibt, selbst zwischen Horde und Allianz, aber oh nein. Es ist so lächerlich. Kann ich noch nicht wirken? Ich habe jetzt gerade übrigens richtig viel gefressen. Klose. Na gut, da haben wir gut was geschafft heute. Ich mache hier Pause. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit WoW Klassik. Macht's gut, bis dahin. Ciao.